Ein Hochdruckgebiet bleibt in den kommenden Tagen in Mitteleuropa wetterbestimmend. Die Luft über den Alpen ist zwar recht trocken, teilweise aber labil geschichtet. Überwiegend sonnig bleibt es morgen im Flachland, im Bergland und im Süden kann es im Laufe des Tages gewitterig werden. Auf 26 bis 30 Grad erwärmt sich die Luft. Am Freitag und am Samstag ist es im Osten meist wolkenlos, im Westen werden die Wärmegewitter am Samstag häufiger und heftiger. Am Wochenende kann es hier zu Unwettern kommen. Da wünschen sich die Dreisat-Zuseher, sie wären am langen Wochenende in Österreich. An dieser Stelle jedenfalls danke, dass Sie zugesehen haben. Einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in ORF 2 präsentiert Ihnen jetzt Cornelia Wospernig im Weltjournal ein ganz aktuelles Thema. Guten Abend. Jetzt wird es wirklich eng für Griechenland. Ein Kredit an den Währungsfonds fällig und das Hilfsprogramm vor dem Ende. Und verhandeln muss ausgerechnet ein Mann, auf den man in Europa nicht nur gut zu sprechen ist. Yannis Varoufakis. Bei uns heute ein politisches Porträt des umstrittenen griechischen Finanzministers. Bis gleich. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die gibt es in der ZIP 24 um 5 Minuten nach 11:30 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend und einen schönen Feiertag. Auf Wiedersehen.